Herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem Video über die Saatkartoffel-Bauernhof-Mod. Und zwar gab es da ziemlich viele Fragen darüber, wie diese funktioniert und was da hier gemacht werden kann. Daher werden wir gemeinsam hier diese Mod analysieren, testen und natürlich herausfinden, wie und was funktioniert. Das zentrale Stück an dieser Mod ist das Kartoffellager und Sortierschuppen. Das ist dieses Gebäude hier. Und das ist das, was ich hier hingebaut habe. Das ist dieses Gebäude hier. Dann gibt es eine Erweiterung dazu. Das ist dann dieses mit Werkstatt. Das habe ich hier hingebaut. Und wichtig ist, ganz klar ist, dass dieses überlappende Teil ganz genau hier angepasst wird. Man muss also die Kollision mit anderen Objekten quasi deaktivieren, damit man in der Lage ist, diese beiden Hallen so zu bauen, dass die nahe genug beieinander stehen und dass sie sich genauso überlappen, wie es hier aufgebaut ist. Das muss also ganz genau aufgereiht werden. Denn ein weiterer Teil in der Produktion dieser ganzen Mod ist die Kartoffelsackproduktion. Das schauen wir uns dann natürlich im Verlaufe des ganzen Videos an. Daher würde ich sagen, gehen wir mal runter und gehen mal einfach erstmal in diese Produktionshalle rein. Wie wir hier sehen, das ist also die Sortierungsanlage. Hier muss natürlich etwas hingebaut oder hingestellt werden, das dann quasi diese Anlage mit Kartoffeln versorgt. Diese kann dann hier aktiviert werden, und zwar haben wir hier das Potato Sorting. Die ist normalerweise ausgeschaltet. Das heißt, man kann das hier aktivieren. Das wird natürlich jetzt sagen, dass Güter fehlen. Das heißt, aus normalen Kartoffeln, also die aus vom Feld geerntet werden, 1000 Einheiten davon, gibt 100 Einheiten an Abfallkartoffeln, 400 Einheiten an Pflanzkartoffeln, also zum Aussehen, zum neuen Aussehen, und 500 Einheiten an Premium-Kartoffeln. Das sind diese, die dann für den menschlichen Verzehr vorgesehen sind. Das heißt, die dann verkauft werden können. Die beiden anderen können natürlich auch verkauft werden, natürlich einfach zu einem geringeren Preis. Das schauen wir uns dann auch noch an. Dann haben wir hier natürlich noch eine Tür, die nach außen führt. Dann haben wir hier noch den Lichtschalter. Ja, das ist dann für die ganze Halle. Und wem dies zu schmutzig ist hier, ja, mit den ganzen Fahrspuren und so weiter, der geht zum Besen hin und klickt darauf und dann ist der ganze Schmutz weg. Kann aber auch wieder hinzugefügt werden, wieder zum Besen hingehen, wieder draufklicken und dann ist der Schmutz oder die Gebrauchsspuren wieder sichtbar. Wenn wir dann hier rüber gehen, das ist im Prinzip dann die Lagerungsstätte. Da haben wir oben beschriftet 1, 2, 3. Das sind drei große Kühlschränke. Ich mache erstmal alle drei auf. Wo man die Kartoffeln, die hier aussortiert werden, entsprechend lagern kann. Na, man kann zum Beispiel hier die Premium-Kartoffeln hin tun, hier die Saatkartoffeln und hier natürlich das Abfallprodukt, die Abfallkartoffel. Na, das kann hier so gelagert werden. Durch den Anbau, den wir hingebaut haben, haben wir hier einen zweiten Gang. Haben hier eine zweite Vorhalle und hier ist die Werkstatt drin. Jetzt keine Angst haben, dass ihr da so durchfahren müsst. Nee, hier haben wir auch ein Tor, das aufgeht. Das heißt, man kann hier reinfahren in die Werkstatt und natürlich das entsprechende Gerät oder Maschine reparieren. Hier haben wir dasselbe. Hier ist der Lichtschalter und hier ist natürlich noch der Besen, der auch wieder alles sauber macht oder halt wieder nicht. Des Weiteren haben wir hier auch wieder diese drei Kühlschränke, wieder 1, 2, 3. Das heißt, wir haben im Prinzip nur eine Lagerkapazitäterhöhung und hier geht es natürlich dann wieder raus. Hier haben wir hingebaut diese beiden
Produktionsstätten, die dann die Kartoffeln in Säcke abfüllen. Und zwar können abgefüllt werden die Premium-Kartoffeln in Säcke. Schauen wir auch an. Die Premium-Kartoffeln können sortiert werden, und zwar im Verhältnis 1 zu 1. Also Premium-Kartoffeln werden abgefüllt in 25 Kilogramm Säcke, die dann auf Paletten spawnen. Und die Saatkartoffeln können natürlich auch im Verhältnis 1 zu 1 in große Säcke abgepackt werden, die dann gebraucht werden können, um die Sämaschine zu befüllen. So, wir werden jetzt einfach mal anfangen, hier alles so hinzustellen, wie es gedacht ist, und schauen mal, ob das so funktioniert. Das heißt, ich habe mir da mal ein paar Traktoren bereitgestellt. Und dann nehmen wir den hier und stellen den mal in diese Produktionsstätte rein. So, jetzt sollte eigentlich diese hier anfangen, diese Anlage zu befeuern. Na, wir schalten mal hier den HUD ein. Ich kann den Motor starten. Dann kann ich das Förderband heben. Aber passiert nämlich gar nichts. Und wir sehen, das funktioniert irgendwie nicht. Das sollte eigentlich anders funktionieren. Die Nachforschung im Internet hat ergeben, dass dieser Mod vor dem Erscheinen des Patch 1.3 bei Giants eingereicht worden ist und durch dieses Patch einige Funktionen nicht mehr so funktionieren, wie das sein müsste. Es scheint auch so, dass die entsprechenden Updates und Fixes bei Giants schon eingereicht worden sind. Aber daher müssen wir erstmal andere Wege finden, um die Anlage testen zu können. Ich habe hier ein Förderband, werde das jetzt hier mal so positionieren, dass das über dem Trigger da reinpasst, und hoffen dann somit, dass wir die Anlage somit bedienen können. So, ich habe jetzt alles so hingestellt, dass es funktionieren sollte. Das heißt, der lädt in das Förderband ab und das Förderband befördert die Kartoffeln in die Sortierungsanlage. Wir werden jetzt mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt diese starte. Dann aktivieren wir mal diese Sortierungsanlage und dann hören wir auch gleich, dass das gleich losgeht hier. Das lädt über, das ist hervorragend. Schön gemacht, man sieht sogar hier den Staub. Sehr schön gemacht. So, dann sehen wir gleich auch, dass hier eine Palette herauskommt. Und zwar steht hier plus 45 plus. Das sind die Premium-Kartoffeln, wie wir unten links, wie wir unten rechts sehen können. Steht hier Premium Kartoffeln 2000 Liter Gewicht 1,6 Tonnen. Wir holen jetzt mal den Gabelstapler und fahren die mal in einen der Kühlschränke rein. Und in der Zwischenzeit ist auch schon eine zweite Palette gespawnt. Da steht drauf 35 bis 45 und das sind die Pflanzkartoffeln, also die Saatkartoffeln, die wir dann brauchen können, um nächstes Jahr das Feld zu bepflanzen. Also die Anlage macht ziemlich viel Lärm, also ist ziemlich laut hier. Ich mache jetzt diese mal in das letzte Kühlhaus rein, in das Nummer 3. Wenn wir von draußen gucken, sehen wir schön, dass die Linien da sind. Das heißt, es hilft natürlich auch, die entsprechend zu platzieren.
Also wir sehen gerade, dass zwei Paletten ist zu schwer für den kleinen Manitou. Das heißt, hier müssen die Paletten einzeln weggefahren werden, sonst wird das zu schwer. Der kippt dann oben rüber. So, wir machen jetzt Folgendes. Wir nehmen jetzt mal eine dieser Premium-Paletten und gehen zum nächsten Produktionsschritt weiter. Also die müssen jetzt hier reingeschoben werden. Und ihr seht, die verschwinden auch dann. Dann gehen wir mal hier hin. Das ist diese hier. Wir aktivieren mal das Premium Potato Bagging und schauen, was passiert. Das ist wunderbar. Derweil holen wir noch eine weitere Palette und dann sehen wir gleich, was passieren wird. Und dann sehen wir hier endlich die Palette, wo die Nummer minus 35 drauf steht. Das ist, wird ja ziemlich wenig produziert davon. Das sind die Abfallkartoffeln. Ne? Das sind also auch wieder 2000 Liter, 1,6 Tonnen. Das sind die Abfallkartoffeln. Das sind die, die dann auch in der BGA verwendet werden können. So, und dann schauen wir uns das nächste Problem an, was entstanden ist durch das Patch 1.3. Das muss von Shines gefixt werden. Und zwar ist es so, dass diese Paletten sich nicht aufladen lassen. Ne? Also hier können wir versuchen, diese aufzuladen. Ich glaube, wir können da genau hinschauen. Genau, die stellen hier an. Ich kann es zwar ein bisschen heben, aber mehr kann ich nicht machen. Also die genehmen, die werden nicht korrekt aufgestapelt. Auch wenn sie nicht korrekt aufgestapelt werden, vorsichtig, können wir es trotzdem versuchen, da zum Verkaufspunkt zu fahren. Und dann können wir sehen, die Premium-Kartoffeln werden an diesem speziellen Verkaufspunkt angenommen und verkauft. Genau, 307 Euro für eine Palette Kartoffel. Das war den Premium-Kartoffeln und dann sehen wir, da steht schon die nächste bereit. Ne? So. Wir werden jetzt in die nächste Produktionsstätte nebenan, werden wir jetzt Saatkartoffeln reinmachen und gucken, wie das rauskommt.
Also da muss man sehr gut zielen hier, damit das überhaupt geht. So, dann schalten wir die auch mal an. So, dann haben wir die mal angeschaltet, so dass die jetzt Säcke herstellen sollte mit den Saatkartoffeln. Holen wir noch mal eine Palette. Und bis dahin sollte die fertig sein. Also ich würde mal sagen, die ganze Arbeit hier oder ein Großteil der Arbeit hier beschränkt sich darin, Stapler zu fahren. Ne? Wenn man gerne Stapler fahrt, dann ist das sicher eine gute Mod. Wenn man Stapler fahren so ein bisschen wie ich nicht unbedingt so als Lieblingsbeschäftigung ansieht, dann ist es wahrscheinlich nicht unbedingt die Mod für dich. So, das gibt dann diese Big Bags hier. Das sind diese Saatkartoffeln-Big Bags. Also diese Big Bags können nicht genommen werden vom Stapler. Das heißt, die müssen hier tatsächlich mit den Paletten Gabeln müssen die dann entsprechend die Sämaschine befüllen. So. So, jetzt schauen wir mal, wie das geht mit dem Befüllen der Sämaschine. Wir nehmen jetzt hier zum ersten Mal auf den Gruber oder den Mulcher, den Gruber, der auch eingebaut hat ein Flüssigdüngertank. So, dann schauen wir mal, ob wir die Sämaschine so befüllen können, ob wir das drüber heben müssen. Das heißt, die muss also, der Big Bag muss natürlich dann drüber gehoben werden. Genau, also das geht nicht, wenn man die nebenan stellt, die muss man tatsächlich drüber heben. Ist ein bisschen tricky, vor allem, weil dieser Big Bag nicht genommen wird als Big Bag, sondern als Paletten, die aber nicht gut funktionieren mit dem Hubstapler. Muss man halt einen Weg finden, muss man es halt eben so machen. Genau, so. Und mit diesem Gefährt, so wie es da steht, also vorne den Gruber mit dem Flüssigdüngertank und hinten der Legemaschine für die Kartoffel. Das wäre im Prinzip, ja, da kann man das Feld grubern, düngen und gleich besehen mit einem Arbeitsdurchgang. Klar ist die Arbeitsbreite nur 3 Meter, aber was soll's, es ist ein Arbeitsdurchgang. Alternativ gibt es natürlich dann die Möglichkeit, ein breiteres Legegerät zu nehmen. Müsste man aber vorher mal grubbern und einmal eine Düngeschicht aufziehen. So, dann gibt es noch dieses Gerät hier. Das ist dafür gedacht, quasi die Blätter erstmal zu entfernen, bevor dann mit der Erntemaschine drüber gefahren wird, wenn man nicht eine vollautomatische Erntemaschine nimmt. Ja, was sind meine Gedanken zu dieser Mod? Also, das Konzept ist genial. Es ist halt sehr, sehr, sehr arbeitsaufwendig. Es ist halt natürlich wirklich gedacht für einen Bauernhof, der sich ausschließlich auf die Kartoffelproduktion konzentriert. Oder zumindest, sagen wir mal, in einem kooperativen Bereich
sagt, okay, einer macht Kartoffel, also ein Hof macht die ganzen Kartoffeln, der macht dann auch die Saatkartoffeln, verkauft die dann an die einzelnen Höfe und kauft dann natürlich die Kartoffeln wieder an und so weiter und verarbeitet diese dann in Premium-Kartoffeln, verarbeitet die dann in Premium-Kartoffelsäcke und verkauft die dann an den Markt. Dann, was machen wir natürlich denn mit den Abfallkartoffeln? Unter Produktion können wir sehen, dass es eine BGA erweitert gibt, das ist diese hier. Und die nimmt die sogenannten Abfallkartoffeln, um natürlich entsprechend Energiegereste oder Methan zu erzeugen. Ja, das ist diese hier. Hier wird dann quasi die Kartoffel eingefügt und dadurch wird natürlich diese BGA entsprechend genutzt. Ja, das gibt der ganzen Kartoffelproduktion natürlich einen komplett neuen Ansicht, eine komplett neue Ansicht. Das heißt also, man kommt von der Kartoffel, daraus entstehen Abfallkartoffeln, Premiumkartoffeln und da die Saatkartoffeln, das sind diese hier, das sind die 35 bis 45er kalibrierten. Dann die Premiumkartoffeln, die kann verarbeitet werden in Kartoffelsäcke an Premiumkartoffeln. Und diese kann verkauft werden am speziellen Markt. Gehen wir vom Preis der Standardkartoffel aus, das heißt der Kartoffel, die standardmäßig im Spiel ist, die nehmen wir als Grundlage für die Preisberechnung. Die Abfallkartoffeln können verkauft werden beim Supermarkt oder beim Markt, und zwar zu einem Preis, der 70% unter dem Preis der Standardkartoffel liegt. Die Saatkartoffeln, ohne dass sie verpackt wird, kann zum Standardpreis, also XE-Kur mit der Standardkartoffel im Spiel verkauft werden. Die Premium-Kartoffeln gibt einen Preis von plus 40% gegenüber dem Standardpreis, und zwar wenn die Premium-Kartoffel quasi als Palette zum Markt gefahren wird. Wenn die Kartoffel, die Premium-Kartoffel in Säcke abgepackt wird, also die 25 Säcke als Palette, wird der Preis um 63% höher sein als der Standardpreis. Meine Gedanken sind, im Moment sind gewisse Sachen nicht so, wie sie sein sollten. Das heißt also zum Beispiel eben, dass der Grimme hier den RH2460 nicht direkt in die Produktion ablädt, sondern hier einen Zwischenschritt quasi gemacht werden muss. Das scheint mir nicht ein großes Problem zu sein. Nimmt ein bisschen mehr Platz weg. Aber scheint, ist für mich nicht unbedingt wichtig. Klar, könnte natürlich, wäre es schöner, wenn das so klappen würde, wie es geplant ist. Bezüglich den Handhabung dieser Paletten, die aus dieser Produktionsstätte hier kommen, die Handhabe der Palette ist so, die können nicht gestapelt werden, also die kann der Stapler nicht bearbeiten. Er kann zwar ein bisschen reinfahren, aber er kann sie nicht entsprechend korrekterweise aufladen oder stapeln. Geht nicht. Das heißt, im Moment müsste man wahrscheinlich auf diese verzichten, außer man ist gewillt, dann auch Superkraft anzuwenden, so wie wir das hier gemacht haben in diesem Video, um überhaupt es zeigen zu können, wie die Funktion sein sollte. Ne? So, wenn man es so machen will und kann, dann ist das in Ordnung. Wenn nicht, ja, dann würde ich sagen, müsste man diesen Schritt quasi auslassen und dann eben die Premium-Kartoffeln wie auch die anderen Kartoffelarten als Palette direkt quasi verkaufen. Das heißt, wir haben auch da wieder eine Preiseinbuße von bis zu 63% bezüglich der Premium-Kartoffeln, aber die Handhabe wäre dann auf jeden Fall einfacher. Jetzt wollen wir noch mal kurz prüfen, ob das gehen würde, dass wir die Saatmaschine mit dieser Palette hier, die ja gestapelt werden kann, direkt befüllt werden kann. Das werden wir jetzt gleich testen. Dann stellen wir diese hier nebenan, machen die Saatmaschine mal leer. Und sagen mal R. Geht auch nicht. Aber diese Palette kann ja mit dem Stapler drüber gehoben werden. Und so geht das. Also das heißt, solange der Patch nicht da ist oder das Fix, das Update nicht da ist, was diese Abpackungsanlagen
wieder korrekt funktionieren lässt, würde ich sagen, müsste man nur mit Paletten arbeiten. Würde auf jeden Fall gehen, da sehe ich keinen großen Verlust dabei. Natürlich außer dem Preis, ne? Gut, aber es ist natürlich auch einiges an mehr Arbeit, quasi diese 25 Liter Säcke zu erstellen. Ich finde die Mod sehr, sehr gut, bringt eine ganz neue Tiefe in eine Frucht, die eigentlich ein bisschen ein abgeschiedenes Dasein quasi erlebt hat, konnte wirklich nicht wirklich verwendet werden, außer die Kartoffel als solche zu verkaufen. Und der Preis und der Aufwand, da hat sich einfach irgendwie nicht gelohnt. Ich bin der Meinung, dass dies hier eine neue Dimension dazu bringt. Klar, man wird hier auch ein bisschen zum Staplerfahrer, weil man wirklich diese Paletten alle wegpacken muss. Und ihr seht selbst, wie schnell diese produziert werden. Das heißt, hier hat man sehr, sehr viel Arbeit. Man muss wirklich dranbleiben. Vielleicht müssen sogar zwei Staplerfahrer gleichzeitig unterwegs sein, damit das rechtzeitig wegsortiert werden kann. Weil wenn ich jetzt nämlich zurückkomme, dann ist nämlich die nächste Palette schon fast bereit. Das sind die Abfallkartoffeln. Die kann weg. Können wir ja mal zu der BGA überbringen. Mal gucken, wie das geht. Darauf habe ich keinen Zugriff, sagt es. Vielleicht muss ich noch das Landstück kaufen. Die Produktionsstätte ist ja meine. Werden wir mal gucken wegen dem Landstück. So, da schauen wir mal hier. Also ihr seht, die werden jetzt hier eingefüllt. Und die produzieren dann jetzt hier Gärreste und die entsprechenden weiteren Abfallprodukte. Ja, im Großen und Ganzen finde ich die Mod wirklich sehr, sehr gut. Da muss noch einiges korrigiert werden, was leider kaputt gegangen ist, angeblich mit dem Patch 1.3 von Giants. Hoffe, das wird sehr schnell nachgebessert, so dass das wirklich funktioniert für alle. Schön dabei ist, dass diese Mod, diese zusätzliche Produktionsabläufe hier auch für die Konsolen gekommen ist und somit auch hier zu gebrauchen ist, gibt natürlich wirklich eine neue Tiefe in das Spiel. Ich hoffe, euch hat dieser Überblick gefallen. Falls ja, dann lasst mir doch gerne den Daumen da. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Ideen habt, dann bitte gerne in das Kommentarfeld unter dem Video. Holt euch das Abo ab. Wollt ihr keine weiteren Mod-Vorstellungen oder andere Inhalte auf diesem Kanal verpassen? Ja, dann möchte ich euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende wünschen. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis denne, danke, tschüss und hasta luego.